Meine Damen und Herren, im Laufe meines politischen Lebens habe ich mich immer wieder die Frage gestellt, warum so wenig möglich ist in diesem Land, warum so vieles unrealistisch ist, warum es nicht geht. Und ich stieß dabei immer wieder auf die Sachzwänge, die Systemzwänge, Parteizwänge, Gefolgschaftszwänge, Karrierezwänge. Was uns hier am Podium verbindet, glaube ich, ist nicht das Alter, sondern dass es hier erfahrene politische Menschen dieses Landes sind, die eben diesen Zwängen zum Teil nie, wohl ganz, aber jedenfalls heute nicht mehr unterliegen. Und ich denke, in einer sehr dramatischen Situation des Landes, in der sich langsam alle Menschen fragen, warum nichts mehr möglich ist, warum sich nichts bewegt, warum die Reformen, die von allen verlangt werden, einfach nicht möglich sind und einfach nicht gemacht werden. In dieser Situation, denke ich, ist es Pflicht, solcher Menschen, wie sie sich hier versammelt haben, auch hervorzutreten und sich nicht in den Chor der überdrüssigen, grantigen, zornigen nur einzureihen. Deshalb sitzen wir hier. Ich glaube, die Wurzel allen Übels in Österreich ist der Mangel an Demokratie. Und ich glaube, es ist gut, wenn die Alten aufstehen, damit den Jungen die Demokratie nicht eines Tages fremd wird. Und damit die Jungen nicht den Mangel an Demokratie als Mangel der Demokratie begreifen. Das geschieht nämlich nur allzu schnell, der Demokratie das zur Last zu legen, was ihr in Wahrheit verweigert wird. Wenn die Demokratie ein Vorgang ist, in dem das Recht vom Volk ausgeht, dann ist das politische System in Österreich ein Vorgang, wo das Recht von immer weniger Funktionären hinter verschlossenen Türen ausgeht. Wenn die Demokratie der Vorgang ist, ein System von Checks and Balances, von Kontrolle, Öffentlichkeit, von der Vielfalt der Meinungen und des Interessensausgleiches, dann ist es in Österreich ein System, in dem sich Verantwortung verstecken und verbergen kann. Nicht ein System, in dem die Bürger und Bürgerinnen Rechenschaft fordern können. Es gibt nur ein Land, meines Wissens, in dem es für die Summe der täglichen Verfassungsbrüche einen Namen gibt. Realverfassung, der ungeniert gebraucht wird, der nichts anderes ausdrückt als, und die Realverfassung, also unsere wirkliche Verfassung, stammt im Wesentlichen noch immer von Kelsen. Die Realverfassung stammt von Qualtinger bzw. Travnicek und ist der ungenierte Ausspruch von schlamperten Verhältnissen, in dem alles möglich ist, wo man keinen Richter brauchen wird, wo das Parlament nicht einmal die Stärke mehr hat, bei massivsten Verletzungen seiner Rechte einzuschreiten. Und das hängt einfach mit der Geschichte dieser Verfassung zusammen. Österreich hat die Demokratie nie errungen. Sie war das Ergebnis von zwei Weltkriegen. Und das fehlt. Diese Grundnotwendigkeit von Demokratie, dass sie eigentlich nicht nur einmal errungen werden muss, sondern jeden Tag errungen werden muss, dass sie von den Mächtigen, von den Systemen, von den Parteien, von den Regierenden nicht geschenkt werden, sondern errungen werden müssen, jeden Tag. Das fehlt in Österreich. Dazu wollen wir aufrufen. Und dazu sind wir, glaube ich, als gebrannte Kinder oder auch, um es zu sagen, gelernte Österreicher, kompetent und legitimiert. Und frohen Mutes.